Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Season 4 ist vor ein paar Tagen gedroppt. Es gab einige Änderungen, was Waffen angeht, was allgemein natürlich das Game angeht. Und es gab natürlich auch eine komplett neue Map. Allerdings gab es eine Frage, die ich wirklich sehr, sehr oft gelesen habe in den YouTube-Kommentaren, auf Twitch, im Livestream-Chat oder auf Instagram. Und zwar ging es darum, was ist die beste SMG, was ist die beste Nahkampfwaffe in Warzone Season 4. Speziell dadurch, dass wir die neue Marco SMG bekommen haben, die natürlich auch sehr stark ist, muss man sagen. Und dazu der neue verbuggte Griff dafür sorgt, dass man wirklich mit jeder Vanguard MP wirklich viel, viel zu schnell ist. Ist es natürlich so ein bisschen schwierig. Allerdings in meinen Augen die aktuell beste SMG, die man spielen kann, ist immer noch die HP Blixen. Denn wenn wir die Time-to-Kill-Werte vergleichen, sehen wir HP Blixen Typ 100, Marco 5 SMG plus die MP40. Vier der neuesten und beliebtesten SMGs, die es aktuell gibt. Was die Chest-Time-to-Kill angeht, muss man natürlich auch sagen, ja, Typ 100 ist, was das Ganze angeht, natürlich eigentlich immer so mit das Beste, was die Time-to-Kill-Werte angeht. Allerdings der große Nachteil der Typ 100 ist, wie gesagt, das 36-Schuss-Magazin, was dafür sorgt, dass man pro Magazin maximal 1 bis 2 Gegner holen kann, was auch wirklich ein großer Nachteil sein kann. Allerdings direkt dahinter kommt schon die HP Blixen mit einer immer noch wirklich sehr guten Time-to-Kill, was Chest-Time-to-Kill angeht. Dann kommt die neue Marco SMG, die natürlich auch ganz stark ist, muss man sagen. Mir persönlich ist sehr oft aufgefallen, dass man wirklich sehr viele Gunfights mit der neuen Marco 5 SMG verloren hat, gegen Leute, die eine HP Blixen gespielt haben, gegen Leute, die eine Typ 100 gespielt haben, was natürlich auch logisch ist wegen der Time-to-Kill. Dann die Headshot-Time-to-Kill und hier wurde die HP Blixen tatsächlich etwas verschlechtert. Ist allerdings, was die Time-to-Kill-Werte angeht, wirklich bis auf 25 Meter wirklich immer noch sehr, sehr stark, muss man sagen. Die Typ 100 ist, was das angeht, natürlich wieder die beste Waffe. Allerdings, wie gesagt, das Problem ist einfach das Magazin der Waffe. Time-to-Kill ist wirklich immer insane, aber Rückschuss plus Magazin ist natürlich ein großes Problem bei der Waffe. Dann Stormage, also Bauch-Time-to-Kill und hier können wir sehen, Typ 100, ja, wieder mit Abstand das Beste. Dann wieder die H4 Blixen, also was das angeht, das Zweitbeste, was man hier spielen kann. Bis dann irgendwann die MP40 plus die neue Marco SMG kommt. Dann beim nackten Schaden muss man allerdings natürlich auch sagen, neue Marco SMG ist, was das angeht, natürlich sehr stark. Kommt sogar fast an der Typ 100 dran, was natürlich auch sehr stark ist, muss man sagen. Trotzdem, wenn man auf die Kompaktheit geht, wenn man auf Movement-Geschwindigkeit, auf Rückschusskontrolle und auch allgemein Time-to-Kill geht, muss man wirklich sagen, die H4 Blixen ist immer noch eine der kompaktesten und dazu natürlich auch noch stärksten Waffen, die man spielen kann. Und deswegen beim aktuellen Stand in meinen Augen immer noch die beste Waffe, die man spielen kann. Im Verlauf des Videos schauen wir uns natürlich auch das neue beste Klassen-Setup an, mit der besten Time-to-Kill, mit dem besten Movement. Deswegen bleibt sehr gerne dran. Abonniert sehr gerne den Kanal, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt Twitch ab, wenn ihr Streams nicht verpassen wollt. Jetzt gehen wir ins Gameplay. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. Ich finde, umso mehr man spielt, umso mehr kommt man so von Rebirth weg, würde ich sagen. So. Ja, hier laufen einige, Bro. Ich hab Lauf, ja. Bin über den. Einer direkt vor mir. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Da die Gatsine. Okay. Oh lol. Komplett durchgerutscht. Oh ja. Da auf dem Dach. Bei dir offen noch? Ja, und Kirchnach. Ja, doch, ja. Hab ich. Cool. Nice. Ja, da müsste noch welche. Direkt bei dir, auf links von dir einer. Nice. Den da drüben kann ich maybe abhängen. Ja. Hab ich. Das ist die NZ, das ist der Geist. Tell me. Ja, einer ist direkt close bei dir. Einer ist auf meiner Ebene. Ich höre so viele Schritte. Der eine ist runtergefallen. Ah, ja. Yes. Nein, das kann nicht sein.
Ich habe ja nur 5-6 Schuss drin. Ey, es ist so ein Witz. Ah, das sind richtig viele hier. Ja. Meiner eben oben. Einer hier raus. Unten rein. Nice. Okay. Zwei Leute. Klasse auch, der Mate holt ihn gerade. Hab ihn. Noch einer. Oh ja, bei mir direkt. Nice. Sind die hoch? Ich weiß nicht, die können eigentlich nicht hoch. Die sind unten, noch unten. Nein. Einer noch links von dir? Sorry. Nice. Ja, die haben ja richtig. Ein Lock von denen. Hast du Klasse oder so? Achtung. Klasse auf mich. Über dir auf dem Dach? Hast du Freakle? Ja. Nice. Ich kann den letzten. Ja, machst du auch. Easy. Shit, das sehe ich. Stark. Full Ding rechts gelandet. Ich hab den. Wer war das? Nice. Sie sind am Schaffen, Jungs. Nice, die anderen kommen von unten. Ja, die kommen von unten. Die zwei. Nice. So, das wäre es vom H4 Blixen Gameplay. Ich glaube, man hat auf jeden Fall sehen können. Die Waffe ist movementmäßig, präzisionsmäßig und Time-to-Kill-mäßig definitiv immer noch eine Top-Waffe, die man spielen kann. Und speziell mit diesem neuen Griff muss man sagen, es macht einfach viel zu viel Spaß mit dieser Waffe. Bevor wir jetzt mit der Klasse starten, mein Partner Holy Energy hat jetzt endlich neue Probe-Packs rausgepackt. Auch mit den neuen Geschmäckern, die sich auch sehr viele gewünscht haben. Perfekt, um das Ganze noch ein bisschen zu testen. Holy Energy, Gaming Booster ohne Zucker, ohne Taurin. Schmeckt wirklich sehr, sehr köstlich. Deswegen gönnt euch die Probe-Packs mit dem Code Timeless5. Könnt ihr nochmal 5 Euro sparen als Neukunde oder ihr könnt 10% sparen mit dem Code Timeless. Lasst da gerne Supporter, checkt das Ganze aus. Jetzt gehen wir in die H4 Blixen Klasse. Los. Wir starten ihre kleinen standardmäßig Rückschussbooster bei den Vanguard Waffen. Ist ja wirklich das Beste, was man spielen kann. Dann der 17 Zoll F3 Lauf ist hier wirklich das Beste für Präzision, Rückschusskontrolle plus Bullet Velocity. Sehr, sehr wichtiger Lauf. Schiefer Reflektor, dann Schaft entfernen standardmäßig fürs Bewegungstempo, ZV-Geschwindigkeit, Sprinten zum Feuertempo auch ganz wichtig. Dammermundlauf jetzt der Skelett und Lauf, ZV-Geschwindigkeit plus Bewegungstempo, zwei sehr, sehr wichtige Punkte muss man sagen. Das 54er Magazin, verlängert für Bullet Velocity, dann der umwickelte Griff, ja, der wirklich einfach viel zu OP ist. Movement-Geschwindigkeit wird um gefühlt 10.000% verbessert. Allgemein Sprinten zum Feuertempo ist einfach aktuell wirklich der beste Griff, deswegen spielt er auf jeden Fall diesen Griff aktuell. Dazu das extra Flink und das extra Schnell, um die maximale Geschwindigkeit nochmal mitzunehmen. Und das ist die beste H4 Blixen-Klasse in meinen Augen, die man spielen kann. Sehr wenig Rückschuss auf Close Range, wirklich sehr guter Schaden, plus eine Movement-Geschwindigkeit, die wirklich absolut insane ist. Das wäre es langsam von dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Twitch ab und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Testen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.